Hallo ihr Lieben, heute stelle ich euch eine Linzertorte vor. Linzertorte geht meiner Meinung nach wirklich immer, passt nicht nur zur Herbst-Winterzeit, sondern echt über das ganze Jahr. Also ich liebe Linzertorte und möchte euch mein Rezept dazu natürlich nicht vorenthalten. Für die Füllung unserer Linzertorte habe ich die leckere Zentes Sonnenfrüchte-Konfitüre in der Variante cremige Himbeere verwendet. Ich finde, Himbeere passt perfekt zu einer Linzertorte. Ihr könnt natürlich auch eine andere Geschmacksrichtung wählen, aber das ist mein Favorit. Also, es geht direkt los mit den Zutaten und der Zubereitung. Für den Teig brauchen wir 125 Gramm kalte gewürfelte Butter. Wir brauchen 125 Gramm Mehl. 125 Gramm gemahlene Mandeln, 125 Gramm Zucker, eine Packung Vanillezucker, ein Ei, 20 Milliliter Milch, Abrieb einer halben Bio-Zitrone, einen halben Teelöffel Zimt, eine Messerspitze gemahlene Nelke und einen halben Teelöffel Backkakao. Alle Zutaten werden jetzt mit Hilfe einer Küchenmaschine oder eines Handrührers zu einem geschmeidigen, klebrigen Teig gerührt. Es ist wichtig, dass der Teig klebrig ist, denn diese Klebrigkeit macht später die saftige Konsistenz aus. Der Teig wird in Frischhaltefolie eingewickelt und am besten über Nacht in den Kühlschrank gestellt, denn so ist er einfacher zu verarbeiten. Ein Drittel des Teigs wird schon mal zur Seite gelegt, den brauchen wir später für die Verzierung. Beide Teigteile werden etwas geschmeidig geknetet und den größeren Teil, also die zwei Drittel, benötigen wir für den Boden unserer Linzertorte. Diesen drücken wir einfach in eine 26er Springform, welche ich mir vorher gut eingefettet und ausgemehlt habe, und zieht dabei einen Rand von ca. 2 cm hoch. Weiter geht es dann mit der Füllung und dafür brauchen wir, wie gesagt, die Sonnenfrüchte-Konfitüre von Zentes in der Variante Himbeere cremig. Das ganze Glas wird jetzt hier auf den Boden verteilt und anschließend kann verziert werden. Den restlichen Teig habe ich mir in einen Spritzbeutel mit Lochtülle gefüllt und spritze diesen jetzt gitterartig auf die Konfitüre.
Für einen schöneren Abschluss an den Rändern kann man gehobelte Mandeln an die Ränder streuen. Sieht, finde ich, ganz hübsch aus. Und bevor der Kuchen gebacken wird, muss er jetzt für eine Stunde im Kühlschrank nochmals auskühlen. Danach wird der Kuchen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 25 bis 30 Minuten gebacken und sollte anschließend komplett auskühlen. Am nächsten Tag schmeckt der Kuchen übrigens noch besser. Fertig ist die leckere Linzer Torte. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Mich würde es auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr es mal ausprobiert und in die Kommentare schreibt, wie es euch geschmeckt hat. Also ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald. Tschüss!